Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, vielleicht weiß es der ein oder andere noch. Ich habe mir letztes Jahr 3 Kalender gekauft und 2 davon seht ihr direkt vor euch. Wir werden heute einen davon aufpacken und den anderen dann im morgigen Video. Den 3. Kalender, also den habe ich jetzt hier nicht aufgestellt, der wird dann herhalten für den Video-Adventskalender. Also da werden wir jeden Tag gemeinsam ein Türchen öffnen. Und heute und auch morgen werden wir jeweils einen von diesen Farmworld-Kalendern gemeinsam öffnen. Also das hier ist der erste und das hier ist der zweite. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch gerne tun, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir reden nicht länger und fangen direkt an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt hier übrigens ein bisschen Platz gemacht, dass ihr das besser sehen könnt. Also da muss ich später noch ein bisschen aufräumen, aber das ist egal, denn wir kümmern uns jetzt um diesen Kalender. Dann stelle ich euch jetzt mal auf ein Stativ und ich fange an, den Kalender jetzt erstmal auszupacken. Achtung, die nächsten paar Sekunden bestehen aus reiner Dummheit. Und zwar muss der erstmal hier so aus seiner Verpackung... Oh mein Gott. Nein. Hä? Nee. Ich bin doof. Der muss erstmal nicht aus seiner Verpackung raus, weil so definitiv nicht. Es sieht jetzt ein bisschen ranzig aus. Ich weiß nicht, was ihr da gerade seht, aber wir müssen dieses Ding hier wegmachen. Ich glaube, man muss das hier irgendwie so abreißen. Schon längere Zeit keinen Kalender mehr in der Hand gehabt. Ich mache das jetzt einfach so. Schaut mal, was da zum Vorschein kommt. Yay. Okay. Also das ist für da hinten zum Anhängen an die Wand, aber wir hängen das jetzt nicht an die Wand, deswegen machen wir es. Aua. Jetzt einfach so. Das ist ein komplettes Chaos gerade, aber das ist uns egal. So, hier haben wir jetzt den Kalender und wir reißen das jetzt einfach mal fachgemäß da unten ab. Gut, also, und das da oben, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber ich habe es jetzt gerade abgerissen. Jetzt können wir endlich anfangen, den Kalender auszupacken. Und zwar beginnen wir jetzt einfach mal, wie normalerweise, mit Türchen Nummer 1. Und hier erwartet uns ein kleiner Hund, also ein kleiner Golden Retriever-Welpe. Steht auch nochmal hier. Und den packe ich jetzt mal aus. Den habe ich tatsächlich schon. Bei mir heißt der Bello, beziehungsweise Fips. Also irgendwie hatte der schon ganz viele verschiedene Namen. Aber ich kann es ja so machen, dass einer von ihnen jetzt Bello heißt und der andere heißt Fips. Wir stellen ihn jetzt mal auf die Seite. Und Türchen Nummer 2 haben wir direkt hier nebendran. Und hier haben wir für den Hund ein Körbchen. Ich setze ihn jetzt mal da rein und stelle ihn hier auf die Seite. Dann Türchen Nummer 3 haben wir hier. Da ist eine Katze drin, ein kleines Kätzchen. Finde ich richtig niedlich, auch mit den blauen Augen und so. Hier ist sie. Wenn ihr einen Namensvorschlag für sie habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. So wie für jedes Tier, was hier ausgepackt wird. Ich drücke einfach jetzt mal die Dinger, die wir schon aufgepackt haben, hier rein. Und dann gehen wir zu Tür Nummer 4. Hier haben wir einen Napf. Dann Tür Nummer 5 ist direkt hier unten dran. Hier ist ein Knochen, glaube ich, drin. Hier haben wir ja einen Knochen für den Hund. Und die Tüte geht ziemlich schwer auf. So, tada. Dann als nächstes Türchen Nummer 6 ist hier. Und darin haben wir einmal eine Karotte, beziehungsweise ein ganzes Bündel mit Karotten. Und Frau Grünwald, die ich jetzt zweimal habe tatsächlich. Also bekommt sie noch eine Zwillingsschwester. Als nächstes Türchen Nummer 7 und ich muss da gerade gucken, wo das hier reingeht. Ah, hier seitlich. In Türchen Nummer 7 haben wir ein kleines Stoffpferdchen. Das habe ich tatsächlich schon mal. Ich finde es richtig niedlich. Und zwar hier, jetzt habe ich nämlich 2 davon. Und Türchen Nummer 8 musste ich gerade irgendwie ein bisschen suchen, aber es ist hier.
Und hier drin haben wir eine Flasche, also für das Fohlen, denke ich mal. Warte mal, ist da ein Fohlen drin? Ich glaube, da war ein Fohlen drin. Oder war das der andere Kalender? Moment. Nee, da ist gar kein Fohlen drin. Es ist wahrscheinlich für den Hund. Dann geben wir das mal dem Hund hier rüber. So, dann Türchen Nummer 9 ist hier oben. Da haben wir einen Salatkopf drin. Das sieht so aus. Türchen Nummer 10. Ich mach die kurz mal hier rein. Wo ist Türchen Nummer? Ah, hier. Türchen Nummer 10. Hier drin haben wir eine kleine Ziege. Wobei, vielleicht ist diese Flasche auch für die kleine Ziege. Finde ich richtig niedlich. Ich habe tatsächlich noch gar keine neuere Ziege von Fleisch. Also nur die alte Ziege, die jetzt seit dem Abo-Special einen Namen hat. Also es ist nicht mehr länger die namenlose Ziege, sondern die Ziege heißt jetzt Fried. Wer bei meinem 20 Arten von Pferden bis zum Schluss geschaut hat, weiß das auch. Ja, jetzt gehen wir mal zu Türchen Nummer 11 und das haben wir hier. Aua. Mir gerade irgendwie ein bisschen wehgetan. Egal. Also hier haben wir grüne Äpfel. Türchen Nummer 12. Haben wir eine Kiste. So, hier ist sie. Da packe ich jetzt einfach mal den Salat rein, die Äpfel und die Karotten. Und stelle es hier wieder auf die Seite. So, dann brauchen wir Türchen Nummer 13. Und hier haben wir, passend zu den grünen Äpfeln, die roten Äpfel. Türchen Nummer 14 ist direkt hier drüber. Und hier ist eine Tasse drin. Tada, das ist die Tasse. So, dann Türchen Nummer 15. Wo ist Türchen Nummer 15? Da. So. Also packen wir das mal auf. Und hier haben wir nichts drin. Toll. Ich glaube, das waren die Karotten, die da runtergefallen sind, wo dann hier drin waren. Aber ist egal. Wir packen jetzt als nächstes hier die 16 auf. Und da haben wir noch eine kleine Ziege. Diesmal in weiß mit schwarzen Pünktchen bzw. Flecken eher. Haben wir hier eine schwarz-weiße und hier eine dreifarbige. So, dann stelle ich die mal zur Seite und wir kommen zu Türchen Nummer 17. Das ist hier oben. Da haben wir Mist. Hier haben wir Mist. Cool. Da müsste doch irgendwo noch die Mistgabel drin sein wahrscheinlich. Vielleicht entweder ein 18 oder 19, denke ich mal. Obwohl ein 18 eher weniger. Oder? Müsste ja eigentlich ein größeres Türchen sein. So, da haben wir einen Eimer. Und den Henkel nicht vergessen. Und den klippe ich jetzt einfach mal schnell hier dran. Hätte ich mich gerade fast mit meinen Fingern selber verheddert. Richtig dumm einfach. So, einen Eimer haben wir. Dann geht es weiter zu 19. Und in 19 haben wir, oh wie süß, haben wir ein kleines Meerschweinchen mit riesengroßen Cola-Augen. Also ist richtig niedlich. Danach kommen wir zu Türchen Nummer 20. Hier haben wir eine Decke. Die lege ich hier auch mal schnell zur Seite. Und dann kommen wir zu Türchen Nummer 21 und hier könnte die Mistgabel drin sein, oder? Nee, hier ist ein Geschenk drin. Mal schauen. Nee, das geht nicht auf, oder? Oh doch! Okay, man kann es aufklappen. Auch richtig süß gemacht. Dann kommen wir als nächstes zu Türchen Nummer 22. Da muss ich euch gerade ein bisschen verstellen. Ich nehme euch ein bisschen hoch. So, jetzt seht ihr es besser. Dann machen wir das Ganze mal auf. Ah, okay. Also... Hier haben wir jetzt endlich die Mistgabel. Türchen Nummer 23 ist ebenfalls hier oben. Und hier haben wir ganz oben versteckt ein Stück Kuchen. Hier.
Den werde ich auch gleich ins Café packen, dass ich dieses Stückchen Kuchen nicht verliere. Und jetzt Trommelwirbel für Türchen Nummer 24. Hier haben wir einen richtig süßen Esel. Den habe ich jetzt auch zweimal. Der kommt auch gleich in das Eselgehege. Und ja, der ist auf jeden Fall richtig, richtig niedlich. Also wenn ihr auch Namensvorschläge für ihn habt, gerne ab in die Kommentare damit. So Leute, das war jetzt unsere Ausbeute von diesem Farmworld Adventskalender. Das war tatsächlich der allererste Farmworld Adventskalender, den ich jemals aufgemacht habe. Vorher waren es immer nur die Horse Club Kalender. Ich finde die Sachen wirklich richtig niedlich. Aber wie gefallen sie euch? Schreibt das doch super gerne auch mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie gesagt sehr über ein Like und auch ein kostenloses Abo freuen. Schaut auch noch unbedingt gerne in der Infobox vorbei. Dort findet ihr den Link zu meinem Merch-Shop, zu meinem Zweitkanal Nonny-Shorts und zu meiner Amazon-Wunschliste. Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich fürs Zusehen und damit tschüss und habt noch einen wunderschönen Tag.